Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Beginnings mit fetziger Musik, die schon wieder vorbei ist. Und wir sind in Windia angelangt. Und ja. Wir finden dort vielleicht den Schlüssel, den wir suchen. Und auch hier gibt es die altbekannten Gegner. Ich glaube, die haben ja nicht so viele Gegner neu kreiert. Ich mache einer trotzdem auf Blocken, weil ich habe keinen Bock, dass die mir irgendwie wieder viel Schaden nimmt. Oh ja, komm, smash ihn. Ja, genau so geht es. So, jedenfalls, da war von einem Mann die Rede, der auf dem Berg lebt. Oh, ein Hundehaus. Okay. Und ja, das suchen wir jetzt erst einmal. Karte. Ich bin weiter oben. Ich gehe aber erstmal in Windy allgemein. Weil hier gibt es viele Hundehütten. Interessant, wenn das jetzt der alte Mann wäre. Jemand an Erkältung gestorben. Interessant. Ja, ist mir egal. Okay. Ihr sagt nichts. Ich gebe ihr einfach mal irgendwas, mal sehen, was der entbehren kann. Gehen wir mal das da, das kann man ja eh wieder kaufen. Fleabag. Okay, das ist sowas. Ob es jetzt effektiv war, das zu nehmen, war ich es mal dahingestellt. Okay, da gibt es anscheinend viel Stress ins Windio. Aber irgendjemand. Nee. Du dem. Ja, ist mir wurscht. Du bist der Schwindler. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Das ist der Schwindler. Den gehe ich mal zum Bullen. Welcher weg ist? Ne, da oben. Ja, okay, da will sich eh nicht drum kümmern. Jedenfalls. Jetzt aber wirklich, lassen wir uns nicht ablenken, wir suchen jetzt den blöden Typen. Karte. Okay, ich halte mich mal eher hier. Ja, der ist es nicht, ist ja kein Mätrin. Weil wir bekommen den anscheinend von einem Mätrin. Eine Frau. Okay, ich glaube, wir sollten uns noch ein bisschen mehr rechts halten. Du schnalte Frau. Ah, okay, sowas. Du bist es. Super. Zu der.
Ja, das ist egal, aber du hast nicht den Schlüssel. Du vielleicht. Ja. Sieht's aus? Ich bin hier. Dann gehe ich mal hier weiter. Weil durch die ganzen Wälder werden die Wege irgendwie gut abgegrenzt. Schon wieder 5 Minuten mit nichts erbracht, nur mit rumfragen. Und neue Psy-Power, schon wieder. Wir lernen relativ schnell. Ich bin nur ein Psycho-Car. Und neue Psy-Power schon wieder. So, jetzt aber wirklich, was lernt die Alte? Also, sie hat jetzt Psy-Schild Beta. Pike Thunder Beta. Thunder Beta. Du bist vielleicht der alte Mann? Könnte sein. Wieder noch. Da war nur so ein Heilerhaus. Vielleicht war es ja auch nicht das, was gemeint wurde oder gemeint war. Da geht's ja noch weiter. Ja, auf 1. Das ist wieder so eine Irrfahrt, ey. A little saucer. Okay, weiter oben. Aber nee, irgendwie ist hier ein großes Gebiet und es sind immer nur dieselben Gegner. Eine Villa. Ist das Ganze völlig das, was ich meine, dass es ist? Ja, und wo sind die? Jetzt nicht, das war irgendwie ein Item, das ich hätte holen sollen für den. Gehen wir weiter. Gehen wir wieder zurück. Den Ort merke ich mir. Aber ich mache mal ein Foto von. Gemacht. Oh, Barbot. Ach ja, ich weiß jetzt, wie man diesen PK-Beam vom Starman zerstört. Und zwar, man muss den Franklin Badge ausgerüstet haben, weil der hilft gegen PK-Beam. Gut. Okay. Also, na geh noch mal zurück und frage noch mal genauer nach,
Weil kann sein, dass ich die alte verpasst habe. Oder ist es nicht mal der Bahnhof ist. Bin ja so schwach. Ups. So. Okay, es zieht sich langsam ein bisschen. Ja, so einer. Ja, ist mehr erschienen. Immer wieder die Ollen. Er hätte selbst gefährlicher. Ich smashe irgendwie ganz schön viel zur Zeit, kann ich sie. Oh, neues Level. Kampf um 1. Geschwindigkeit um 2. Weisheit um 3. Stärke um 1. Force um 5. HP um 6. 4. Gut. Ah, Eagles. Na. Ah, scheiße. So. Wir müssen jetzt bald wieder da sein. Es ist doch ein weiter Weg. Ah, nee, doch nicht. Aber wir gehen mal zurück. So, und hier müsste es halt irgendwo eine Frau geben, wisst ihr? Ah, die lebt noch, scheiße. Na okay, die ist ja nicht so wichtig. Das war gemein. Ja, das ist egal. Komisch, da gibt's keinen mehr drin. Naja, was soll's, wir machen das nächste Mal weiter. Tschüss.